Sie gehören Anfang des Jahres einfach dazu, die Neujahrsempfänge. Auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge begrüßte am vergangenen Freitag Landrat Michael Geißler seine Gäste in der Turnhalle des Berufsschulzentrums in Pirna-Kopitz. Rund 400 Personen aus Politik, Verein und Wirtschaft waren zu dem Event geladen, dessen Höhepunkt die Neujahrsansprache des Landrates war. In dieser zog Michael Geißler zunächst eine recht positive Bilanz für das Jahr 2014. Im Grunde genommen und im Ergebnis war es ein gutes Jahr. Wir haben die Hochwasserschadensbeseitigungsmaßnahmen auf die Reihe bekommen, stehen dort recht ordentlich da. Wir haben ein Straßenbauprogramm aufgelegt, was für die letzten Jahre beispielhaft ist. Wir werden insgesamt in dem Jahr 2014 und folgende 37,7 Millionen Euro verbaut haben. Das ist für unsere Region hervorragend. Wir sind in Altenberg ein großes Stück vorangekommen. Und wenn ich daran denke, die vielen kleinen Dinge, seien es Fahrzeuge für unsere Betriebshöfe, seien es Fahrzeuge für den Rettungsdienst oder das Feuerwehrwesen. Ich glaube, es war insgesamt materiell betrachtet ein gutes Jahr, aber auch ideell gesehen ein recht erfolgreiches Jahr. Im Mittelpunkt der Ansprache standen aber die Schwerpunkte für das Jahr 2015. So soll unter anderem der ländliche Raum endlich schnelleres Internet bekommen, der Hochwasserschutz speziell bei Oberflächen in Angriff genommen werden und die Bevölkerungsentwicklung durch die Schaffung von familienfreundlichen Lebensbedingungen weiter positiv beeinflusst werden. Kern der Rede war aber die aktuelle politische Situation. Nun, das Thema Asyl elektrisiert, unzweifelhaft. Ich denke aber, dass es darauf ankommt, wie man dieses Thema anpackt. Und hier ist mir sehr wichtig, dass wir Integration einerseits ermöglichen, andererseits aber auch dafür sorgen, dass Integration gewollt ist. Und wenn hier alle miteinander zusammen dieses Problem angehen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir es auch bewältigen können. Bei dem Empfang wurde auch das Engagement der Bürger ausgezeichnet. Drei Männer und eine Frau wurden in diesem Jahr auch stellvertretend für ihre Institutionen geehrt. Wo würden wir denn stehen, wenn wir nicht Menschen hätten, die also ohne auf das Geld zu schauen, ohne auf die Zeit zu schauen und ohne genau hinzuschauen, sich einbringen und einen großen Teil ihres Lebens dabei verbringen, für die unterschiedlichsten Dinge im Landkreis etwas für die Gesellschaft zu tun. So wie Anne-Rose Wetzger aus Pirna. Sie organisiert seit über 13 Jahren Handarbeitszirkel, Tagesfahrten und Wanderausflüge für Altersrentner im Rahmen des Betreuungswerkes Post, Telekom, Postbank. In dieser Woche wird die Dame 88 Jahre alt. Für sie kein Grund, kürzer zu treten. So lange, wie ich es kann. Wie das die Gesundheit zulässt. So lange möchte ich es machen. Für ihr Engagement erhielt sie den Bürgerpreis in der Kategorie Jugend, Familie und Soziales. In der Kategorie Wirtschaft, Innovation und Umwelt wurde ein Gründungsmitglied des Vereins Grüne Liga Osterzgebirge ausgezeichnet. Seit mehr als 25 Jahren setzt sich Jens Weber selbstlos für den Schutz der Umwelt, den Erhalt der biologischen Vielfalt sowie die Bewahrung der Natur im Osterzgebirge ein. In diesem Jahr freut er sich besonders auf das 20. Heulager im Bernsteiner Bielertal. Das steht mit im Vordergrund. Ansonsten wird es im Mai den vierten Band des Naturführers Osterzgebirge geben, an dem wir gerade arbeiten. Und wir werden natürlich auch unsere deutsch-tschechischen Projekte fortsetzen. Und wir freuen uns auch, dass es für die Madagaskar AG eine Förderung jetzt gegeben hat von der Sächsischen Jugendstiftung, Genial Sozial. Und da stehen uns viele Projekte dieses Jahr noch ins Haus. Erstmals seit 2008 wurde auch die Kategorie Sport wieder gewürdigt. Den Präsidenten des Kreissportbundes und Laudator Roland Mattes freute es. Allein wenn Sie wissen, dass wir über 5000 Ehrenamtliche im Kreis haben, die, man kann sagen, Tag und Nacht für den Verein leben und zum Teil mit dem Verein verheiratet sind, die Familien vernachlässigen. Ich denke, dann ist das mehr als gerechtfertigt. Seine Familie vernachlässigt der Gewinner der Kategorie Sport, Wolfgang Eger, zwar nicht, trotzdem investiert er viel Zeit in seine Tätigkeit beim Sebnitzer Radverein 1897. Also in der Woche kommen schon 3 bis 4 Stunden zusammen. Und in der Hochzeit, wenn es Radrennen ist oder die Veranstaltung, da ist das natürlich der Wochenaufwand viel höher. Die Ehrung im Bereich besondere ehrenamtliche Leistungen ging in diesem Jahr an den Vorsitzenden des Behindertensportvereins Markus Wünschmann aus Depoldeswalde. In seiner Stadt wird viel für die Inklusion gemacht. Und trotzdem hat der Gewinner ein paar Wünsche für das Jahr 2015. Mehr Unterstützung für solche kleinen Vereine wie für unseren Verein.
ja, mehr Anerkennung, auch im Landkreis generell von den Personen und von den Bürgern im Landkreis, mehr Unterstützung personell. Es geht ja nicht immer nur um die Finanzen, es geht ja halt auch wirklich um Manpower, weil so ein Sportfest, wie wir es veranstalten, mit 130 Teilnehmern, ist schon erst einmal eine große Herausforderung. Neben dem Bürgerpreis wurde auf dem Neujahresempfang des Landratsamtes auch der Pokal der Gastlichkeit verliehen. Sieger in der Kategorie Gastlichstes Hotel wurde zum zweiten Mal hintereinander das Parkhotel in Bad Schandau. Das Naturhotel Gasthof Bernfels durfte sich bereits zum vierten Mal, wenn auch nicht in Folge, über den Pokal für das gastlichste Restaurant freuen. Als gastlichste Pension wurde die Pension Villa Irene in Gorisch ausgezeichnet. Im Anschluss an die Ehrungen wurden dann an dem ein oder anderen Tisch noch einmal die Inhalte der Neujahrsansprache aufgegriffen und besprochen. Diskussion, die Landrat Michael Geißler in seiner Rede auch gefordert hatte. Diese Diskussion halte ich für absolut notwendig. Also wir müssen über die Probleme offen sprechen. Es nutzt überhaupt nichts, irgendwelche bestehenden Schwierigkeiten schönreden zu wollen oder deuten zu wollen, sondern wir müssen uns mit den verschiedenen Standpunkten auseinandersetzen. Ich sag mal, die Resonanz war eine positive. Also ich habe das eine oder andere Gespräch schon gehabt. Also das ist ähnlich wie bei den anderen Neujahrsempfängen, wo ich ja Teile der Rede auch vorgetragen habe. Bis zum nächsten Neujahrsempfang, so Landrat Michael Geißler, wird man aber hoffentlich im Sinne der Demokratie einen gemeinsamen Nenner gefunden haben.